Jetzt aber. Neues Texture Pack. Und wer ist wieder mit dabei? Ich. Gammelfleisch Power. Pass nur auf, du. Ach. Na, warte mal. Burn, Baby, burn. Dun, dun. Komm, wir verbrennen es. Vor allem weg ist es. Wir müssen erstmal kurz was erklären. Ja, es gab wieder mal ein paar technische Tonprobleme. Und zwar, was ist in der Zeit passiert? Du kannst dir auch mal sagen, was in der Zeit passiert ist. Bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ist wieder eine Zeit her. Wir haben hier oben uns einen Baum eingerichtet und Oh, ich dachte, wär runtergefallen. Und als wir uns diesen Baum eingerichtet haben, haben wir uns ein Portal gebaut. In diesem waren wir noch nicht drinne. Und das haben wir auch als erstes gar nicht vor. Und zwar, Herr Saleri, der Wunsch wird in Erfüllung gebracht. Wir bauen uns ein... Na, wie nennt sich das? Ein Dachboden, okay? Auf dem Baum oder was? Nein. Oh. Ja, Alter, ja, mit dir lässt sich einfach nicht aufnehmen. So kann ich nicht arbeiten. Tat's gut? Jo. Hey. Au. Den Kopf aufgeschlagen. Dann fangen wir an hier, ab ans Werk hier. Los, los, hopp, hopp. Ach, und ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Ich war krank. Ich habe noch ein leichtes Hüsteln immer mal. So klingt das. So. Der Maestro hat gesprochen. Na, dann wollen wir mal. Ich brauche eine... ein Gehölz. Ach, ein Holzachs. Hast du irgendwas zum Axten? Nein, mir hat ja jemand das Inventar gelöscht. Ach ja, und ich habe ihm das Inventar gelöscht. Das ist nämlich ganz einfach, da gibt man das ja ein. Wehe. Aber ist ja egal. Wollen wir erstmal pennen gehen, weil es schaut danach aus. Bevor es zu spät ist. Gute Nacht. Burn it to death. Brande zu Tode. Ja, du. Okay, los, mit dem Dachboden fangen wir jetzt mal an, hä? Meinetwegen. Bis irgendwo müssen wir ja hochkommen, ne? Da würde ich das ja empfehlen. Zwei Aufgänge, zum Beispiel einen bei dir und einen bei mir, damit wir uns nicht streiten. If you understand what I mean. I have understand what you mean. Wollen wir da diesen oberen Boden hier, das da, das was aus Holz ist, hier, das Gelump, wollen wir das als Boden wiederum zum Laufen lassen? Ja, ne? Nee, du kannst ja auch in der Luft rumschweben. Natürlich müssen wir ja irgendwas zum Laufen lassen. Bäh. Na gut, dann wollen wir das dann hier machen, hier eine Leiter hoch und hier oder, eine Leiter oder, hoch. Oder, wir machen es ganz einfach so. Einen Moment. Ich muss das viel Gedönse mal rüberschieben. Hier, verbrennen in den Ofen. So. Da würde ich sagen, dass man jetzt hier so wie eine Mauer aus Holz und dann eine Treppe hier so an der Seite hoch dingsen lassen können. Bis man oben ist. Hier ran. Eine Leiter ist aber abbesser, wenn sich Platz sparen. Ja, da machst du halt eine Leiter, da muss ich gleich mal das Viehgedönse wieder hier rüberräumen. Also an der Stelle hier, wo du gerade stehst, oder was? Hier an dem. Hä? Wie? Hier hoch. Ne, mit Lo. Also, da kommen wir nicht raus, durch das Dach. Na, das baue ich ja weg. Also da innen drinnen, es kommt ja weg. Ja, ich meine aber, probier's doch. Dann siehst du, was ich meine. Na, wo denn sonst? Köter, geh weg. Wo machen wir's denn sonst? Ah. Irgendwie gibt's gerade ein Problem mit den Hunden. Ich kann die nicht anklicken. Ah doch, jetzt geht's wieder. Musst du kaputt schlagen. So. Wie machen wir's denn nur? Naja, wie schon gesagt. Eine Leiter. Na, das ist burn, logisch. Baby, burn. Eine Leiter, ja. Ja, klar.
Soll ich eine machen? Soll ich das mal probieren, hier hoch zu bekommen oder was? Ja, dann brauchst du eine Leiter. Ja, probier's doch. Ich weiß nämlich, was da passiert. Nein! What is? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, ich glaube, 6 Leitern reichen, oder? Hallo! Ja, klar, mach dann wieder zu. Nein, was denn? Ich brauche sie jetzt erstmal nicht. Ja. Take this letters. Wo wollen wir es denn? Also trotzdem hier oder wie? Na gut, da kann ich mir nicht vorstellen, wie es gehen soll. Also wirklich jetzt mal, ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß es gerade auch nicht. Oder, wo bist du? Immer noch hier. Die Fackeln, das ist scheiße, wenn man die wegmachen würde. Nein, ja, ich dachte schon, die Fackeln sind scheiße. Aber das stimmt ja nicht. Ich habe eine Idee. Mehr oder weniger. So, hier. Wenn man jetzt zum Beispiel... Geh doch mal weg. Los, geh in die Ecke. Los, du bist im Weg. So, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt mal beispielsweise, das, wenn das jetzt mal Holz wäre, wo kann man so wie eine kleine Trennwand hier oder so, jetzt mal beispielsweise, das ist Holz. Und dann kann man hier noch eine Leiter hoch machen. Dann kommst du richtig in der Mitte raus. Und schlecht sieht das auch nicht aus. Da würde ich aber rechts abziehen, da setzt du dann halt so einen Balken in der Mitte. Also warte. Also meine ich das jetzt von näher, aber halt nur ein Block nach oben. Na gut, probier's doch einfach mal. Ich gehe mal kurz in die Mine. Ich suche nämlich mal Eisen, weil wir nichts mehr haben. Weil ja eine gewisse Person immer krepiert ist und sich dann aus Eisen eine neue Rüstung gebaut hat. Ein kleiner Tipp, ich weiß nicht. Nein! Noch ein kleiner Tipp. Das war ein Diamantensucher. Burn, baby, burn. Dum, 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 dum. Naja, jetzt haben wir wenigstens ein Portal. Ich hab's ja nur gesagt. Und jetzt haben wir auch Obsidian für den Zaubertisch. So ist es nicht. Aber keine Diamanten mehr für den Zaubertisch. Na, sagen Sie mal, wo sind Sie denn, Sie Spinnenmann? Fackeln, hast du noch welche in der Truhe? Sonst mach ich mal fix welche, wenn ich das Material dazu hab. Spinne. Ich hab keine Fackeln. Ist natürlich auch schlau, so in die Mine zu gehen. Also, wenn wir Kohle hätten, aber ich guck jetzt nochmal. Also, Lapis Lazuli. Coole, da ist es doch. Wir haben keine Kohle. Zumindest nicht in der Mine. Warte kurz, ich hab genug Kohle hier. Ich gehe jetzt gerade welche abbauen. Bah, Sackgasse. Oh. Bei mir kam gerade eine Lawine vom Dach. Also jetzt im Real Life. Denn es liegt ja Schnee. Guckt sich das in Afrika an. Was meinen die? Oh, was Schnee meinen? Weg, was ist Schnee? Ich hatte ein
Pfeil im Knie erwischt. Tja, du gehst ja alleine da rein. Jetzt auch geht's dir mal wie mir. Ah, Kohle. Wupp. Och nö. Du Creeper-Sau. Na, oh, scheiße. Wie? Nix. Oh. Na gut, ich hab kein... Ich hab keine Fackeln, aber ich hab ein Feuerzeug. Das brennt mal kurz. So, weiter geht's. Meine Axt ist bald zu Ende. Hast du noch Eisen oder so? Haben wir da noch welches? Ich glaube ja, ne? Ein Barren habe ich bei mir. Oh ne, du Sau. Geh weg. Wenn du in Bedrängnis bist... Warte, ja. Wenn du in Bedrängnis bist, ich kann dich jederzeit rausholen dort, ne? Nö, ich bin ja beim Eingang. Dann geht's. Ich sag ja nur. Ah ja, wir haben doch noch dort eine Truhe stehen. Was ist denn da alles drinne? Eben gar nichts. Außer Redstone und Gammelfleisch und Gedönse. Die Axt ist gleich zu Ende. Sie ist zu Ende. Ich glaube, mein Schrei war gerade sehr markerschütternd. So, ich bin jetzt gerade dort, wo man das Obsidian abgebaut haben. Und ich pflanze mir jetzt mal kurz ein paar Fackeln. Oh scheiße, hol mich schnell hier raus. Ich bin gleich tot. Ich komme. Warte. Nice, nice. Ich bin dafür, dass wir hier noch ein paar Fenster dann so reinmachen. Jo. Sieht cool aus und von innen cool. Na, kann man ja hier näher machen draus, also. Ne, das kannst du ruhig so lassen, das dann. Ja, so bitte was. Jetzt muss ich nur noch, ich überlege nur noch gerade, wie wir das hinkriegen, dass wir dann hier auch die Leiter mal fachgerecht irgendwo hinstellen. Verstehst? Ja, hast du noch eine Leiter und eventuell... Weil da kannst du hier oben noch einen Holzblock hinsetzen, dass das nicht so abgestuft ist. Wohin? Na, dort oben hast du einen Holzblock noch hin, wo das Stein ist. Und dann an der Seite hier noch so... Genau. Hast du noch Glas? Also Scheibe? Nee. Hast du Scheibe? Warte mal kurz. Ja. Stellen wir... Ach nee, naja gut, Glasscheiben haben wir noch, aber... Wir haben auch Glasblöcke, was machen wir denn? Da würde ich das Glasblöcke dort oben reinsetzen, das ist mal was anderes. Ja, das geht auch, also würde ich jetzt mal so lassen. Ich bin gerade am Denken. Guck mal kurz hoch und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Einfach mal kurz hochgehen und gucken und dann noch beurteilen und dann verabschieden wir uns gleich hier oben. Ja oder ne? Na klar. Gut, dann verabschieden wir uns und sehen uns in einer neueren Folge wieder. Ja, was soll das? Ken Leitner. Alter. Ich habe dich erwartet. Gut, wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Tschüss.